Dann machen wir das mal. Erika, freust du dich? Ja, hello everyone and welcome back to my channel. So today is a very exciting little episode for myself. Like, I'm really excited to do what I'm about to do. First of all, I have to tell you, I had to travel to Germany due to some medical checkups. And I'm currently staying at my parents' house in my old room. And I'm going to surprise my aunt in a second. She's gonna arrive in a second. And she's the nicest, the cutest person ever. I absolutely love her. And she watches my YouTube videos every single day I release one, basically. And she's been supporting me from the very beginning. And, like, she has never really been into handbags. But recently, you know, she's actually thinking about buying her first Louis Vuitton bag now. Her first designer handbag ever. And when she watched the video that I did on Teddy Blake, she absolutely loved that bag, and she said, like, always she talked to my mom, she was like, oh, I wish I had a bag like this, you know. She just really loved the look of it. And so what I'm gonna do today is I'm gonna surprise her, and I'm just gonna, you know, gift her the bag, of course, if she likes it. And yeah, let's see how that goes. So it's go time soon. Are we excited? Are we excited? Yeah. Das für dich. Nein, ist nicht so exciting. Nein, guck, was da drauf steht. Aber Mama hat mir mal gesagt, dass du die so schön fandest. Die ist so schön. Aber dann habe ich ja, ja eine. Ich habe das gedacht. Nein. Das ist was, was du im Regen benutzen kannst, was du einfach mal nehmen kannst und dir keine Sorgen machen, wenn du irgendwo hingehst, wo du keine Designerhandtasche haben möchtest. Das ist nur eine kleine Tasche. Und dann hast du die schöne nicht andere. Denn, also, ich glaube, ich spinne. Mama hat immer gesagt, dass dir die so gut gefallen hat. Die hat auch. Die sah schön aus. Sah auch, ja, sehr ich habe ja gesagt, die deshalb also habe ich mir gedacht, ist das. Hat man Angst anzufangen? Nein, bei der brauchst du dir überhaupt keine Sorgen machen. Und da hast du eine. Ja, aber du hast sie doch geschenkt gekriegt. Das ist egal. Das ist für dich jetzt. Du hast da mehr Spaß dran. Ich helfe mal hier ein bisschen. Mir kannst du mal mich anfassen. Also schön. Okay, tut sie ja wirklich. Also ist ja, ja wirklich. Sieht schon aus. Oh, sag ich einfach, oh, Erika. Ja, weil das ist ja nur, das ist ja nur so eine Allzwecktasche. Ja, in das Cream und sowas. Ja, genau. Und da hast du zwei Taschen. Eine wunderschöne, die du nehmen die ist auch nicht so empfindlich. Also die kann man auch schon mal wenn nehmen. Wenn irgendwann mal aber ich sag mal, das ist haben. Und da muss man erstmal üben, die überhaupt aufzukriegen. Genau. Ne? Und die hat nur einfach. Siehst du, ja. Hier kannst du rumwühlen. Ja. Papa? Rot. Mit, ja, komm mal. Sieht auch sehr schön aus. Zeig dir aber den Papa. Mach mal auf. Mit dem Rot. Soll ich mal die Kiste wegnehmen? Sweet Leather Lining. Wunderbar. Mhm. Wunderbar. Bis unten hin. Die Kiste ist so schön. Die ist auch schön. Yeah, guys, so we are currently at my aunt's place and we're just gonna do a quick unboxing of the bag that she bought in Louis Vuitton, just like a quick review. And I'm so happy that she got her first designer bag now, and I think she's pretty happy too. Yeah, guys, and I was borrowing my mom's Bulgari Serpenti Forever Stingray bag today, and some of you might remember that this was my bag once. Now it's hers, but it was really, really great that I could take this beauty again out to Düsseldorf. It's such a stunning piece. I'm so happy that it belongs to my mom now. And yeah, guys, so let's do the unboxing. Meine Tante packt jetzt ihre erste Louis Vuitton Tasche aus. Und das ist das tolle Game On Special Packaging. Ganz toll. So eine Tüte hatten wir bis jetzt noch nicht. Dann machen wir das mal. Erika, freust du dich? Ja, sie hat sich für eine entschieden. Lass uns mal schauen, welche es ist. Ich denke, sie hat die beste Entscheidung getroffen, die sie hätte treffen können. Ja. Zeig ich mal. Ja, großen Karton. Großer Karton für eine kleine Tasche. Ich nehme den. Wunderbar. Ja, welche ist das, Erika? Zeig uns. Moment. Und dann
Ganz spannend. Trommelwirbel. Ja. Kannst du dich an den Namen erinnern? Nee. Dass die? Metti. Yes. Metti. Die Louis Vuitton Pochette Metti. Sehr gut. Richtig schön. Und die ist echt toll. Zeig ich einmal. Die ist wunderschön. Richtig, richtig toll. Zeig uns einmal von innen. Perfekt. Mit dem Strap. So, Mama, willst du zeigen, was jetzt los ist hier? Ja, das ist die Twinning. Twinning. Meine Mama und ihre Schwester twinnen jetzt. Zwillinge. Schön, wunderschön. Nein. Und das ist ganz, ganz genau ja. Richtig. Und das ist richtig schön eingestanzt. Das ist einfach perfekt. Sieht perfekt aus. Genau ja. So. Erika, mach nochmal zu und halte dann einmal nebeneinander. Ah, ich muss ja nochmal gucken. Natürlich, natürlich. Aber wir filmen ja gerade. Ja, das mit dem Zumachen, wenn nichts drin ist, ist jetzt... So. Und hier ist noch Dings drauf. Ne? Ja, so, zeigt einmal nebeneinander. Wunderbar. Sehr schön. Eine. Sehr schön. Gefüllt und eine. Die ist jetzt um die 3 Jahre alt, nicht wahr? Und du bist super happy mit der? Die ist super. Die ist wie genau. Neu. Und, ja. Und Erikas ist jetzt ganz neu. Wunderschön. Einmalig. Wunderschön. Nein, sehr gut. Zweimal gibt's sie jetzt. Zweimal gibt's sie jetzt.